Unberechenbar, gefährlich, tödlich. Die schwarze Witwe. Öffnen wir die Akten zu Judias Buenoano in der neuen Folge von Serial Killer Files. Judias Buenoano verkörperte den amerikanischen Traum vom Kind einer äußerst armen Familie zur reichen Geschäftsfrau. Für alle, die ihr näher kamen, wandelte der Traum sich jedoch bald zu einem Albtraum. Die Polizei kam ihr erst 12 Jahre nach dem ersten Mord auf die Spur. 1983 versuchte sie, ihren damaligen Verlobten John Gentry mit einer Autobombe zu töten. Bei den Ermittlungen berichtete der Mann, seine Verlobte habe ihm Vitamintabletten verabreicht, die ihn allerdings krank gemacht hätten. Die Beamten wurden aufmerksam, untersuchten die Tabletten und stellten Arsen fest. Ein Halbmetall, welches nicht vom Körper abgebaut wird und dadurch ewig nachweisbar ist. Einmal misstrauisch geworden, ließ die Polizei nicht mehr locker. Einem spanisch sprechenden Polizisten fiel auf, dass Buenoano das spanische Wort für das englische Good Year ist. Der Name ihres ersten Ehemannes. Angetrieben durch diese Erkenntnisse forschten die Ermittler weiter in Frau Buenoanos Vergangenheit und fanden heraus, dass ihr erster Ehemann 1971 verstorben war. In seiner Sterbeurkunde war als Todesursache natürlicher Tod angegeben. Die Leiche von James Goodyear wurde daraufhin exhumiert. Bei einer Autopsie entdeckten die Experten, dass er zum Zeitpunkt seines Todes eine tödliche Dosis Arsen im Körper hatte. Weiterhin stieß man auf einen seltsam anmutenden Unglücksfall. 1980 ertrank der 19-jährige Sohn Buenoanos aufgrund einer Lähmung bei einer Kanufahrt mit seiner Mutter. Erst wurde später vermutet, dass die Lähmung durch Arsen verursacht wurde. Angeblich sei das Kanu gekentert und sie hätte ihn nicht mehr retten können. Ihr Motiv für die beiden Morde, sie wollte die Lebensversicherung für die Toten kassieren, die sie selbst kurz vorher abgeschlossen hatte. In beiden Fällen erhielt sie das Geld, zusammen $210.000. Sie wurde auch verdächtigt, für den Tod ihres Freundes im Jahre 1978 verantwortlich zu sein. Als man das jedoch herausfand, war sie in Florida bereits zu Tode verurteilt worden. 1974 soll sie noch einen Mord in Alabama begangen und 1980 einen weiteren Freund vergiftet haben. Diese beiden Verdächtigungen konnten jedoch nicht bestätigt werden. 1984 wurde sie wegen der Morde an ihrem Sohn und ihrem Ehemann verurteilt. 1985 für den versuchten Mord mit einer Autobombe. Für die Bombe bekam sie 12 Jahre. Für den Mord an ihrem Sohn lebenslänglich und für den Mord an ihrem Mann die Todesstrafe. Die Hinrichtung fand am 1. April 1998 in Florida statt. Sie starb als erste Frau in Florida auf dem elektrischen Stuhl. In Spanien regnet's Kastanien. So, ich bedanke mich herzlich bei Strawberry Cake, die ihre Rolle wie immer hervorragend gesprochen hat. Es gab leider nicht zu viele Bilder zu dem Fall. Ich hätte noch gern das Haus gezeigt oder den Ehemann. Es gab's aber alles leider nicht. Ich hoffe, beim nächsten Fall ist es dann besser. Ich fand den Fall interessant, also wollte ich ihn mal rannehmen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch noch eine gute Nacht.